Hallo Ladies, heute gibt es den zweiten Teil sozusagen von dem Film Beweglichkeit im Alter. Und zwar ist es Tipp Nummer 15, warum nimmt die Beweglichkeit im Alter denn überhaupt ab? Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Hauptgründe. Und der eine Hauptgrund ist, dass so wie vieles, im letzten Film habe ich davon was erzählt, einfach nachlässt, und das wissen wir alle, ganz viele Funktionen lassen nach oder hören ganz auf. Und genauso stellt einfach der Körper die Produktion von Gelenkflüssigkeit, so dass die einfach da ist, ohne dass man was tut, einfach ein. Barbara F. Und man muss dafür was tun, damit sie wieder sich etwas reanimiert. Und man kann auch noch dazu was tun von außen, nämlich man kann was essen. Nahrungsergänzungen. Es ist ein, ja, zuerst nochmal zurück. Die Gelenkflüssigkeit, die verändert sich im Laufe der Zeit. Und wenn die Gelenkflüssigkeit sich verändert, kann das Knie nicht mehr so gut rutschen in diesen ganzen Schienen und wo es überall läuft, und dann tun einfach Bewegungen weh. Und es gibt eine Möglichkeit, dass man über dieses Wehtun drüber geht, das kennt man, und dadurch die Gelenkflüssigkeit wieder von selber ein bisschen pusht, dass die sich wieder aktiviert, dass der Knochen wieder denkt, er wird gebraucht, dann kommt es auch wieder. Aber um diese Schmerzen etwas zu mindern, könnte man auch zum Beispiel Nahrungsergänzung nehmen und das ist ein ganz kompliziertes Wort oder doppeltes Wort, und dieses Produkt heißt, oder die Produkte heißen, die das beinhalten, Chondroitinsulfat und Glucosamin. Die ganz normale Medizin sagt, alles Humbug, kann nicht funktionieren. Die das nehmen, sozusagen die Anwender, empirische Studien, die sagen, es ist fantastisch. Ich kann nur aus eigener Anschauung sagen, in der Familie ein Knie, das schon längstens von den Ärzten aufgegeben ist, wie man das immer so schön sagt, und nur noch die OP wäre nötig, ist schon seit Jahren mit dieser Methode vor der OP bewahrt. Und es soll sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Ich verlinke so ein Produkt, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Und dann können Sie sich einfach, so Sie einen Bedarf haben, auch selber davon überzeugen, ob es funktioniert. Wenn Sie so eine Nahrungsergänzung nehmen, hilft die natürlich für relativ viele Gelenke. Also nicht nur ein Knie, sondern auch, das kann in den Fingern sein, das kann in den Armen sein. Also Sie müssen es ausprobieren, wo Ihre Schmerzen sind und ob diese Unterstützung, ob die hilft. Das Beste ist natürlich über Bewegung, und da muss man einfach dann über den Schmerz drüber gehen. Und Bewegung hat einfach den Nebeneffekt, dass es im Prinzip wieder, dadurch, dass die Knochen gebraucht sind, haben die wieder das Gefühl, sie müssen irgendwas tun und bilden dann von alleine so eine Flüssigkeit, die das Gelenk wieder ein bisschen schmiert. Und jetzt die zweite Komponente, warum Bewegung im Alter schwieriger wird, ist einfach eine Verkürzung der Sehnen. Diese Verkürzung der Sehnen geht mit einem Verkleben der Faszien. Die Sehnen werden kürzer und die Faszien verkleben, und dadurch entstehen dann Schmerzen, wenn man sich bewegt. Auch da kann man helfen. Natürlich auch wieder das Gleiche, über den Schmerz einfach drüber gehen, und es gibt dazu eine tolle Hilfe, so wie es bei dem anderen eine Nahrungsergänzung gibt, gibt es hier Faszienrollen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe so eine Box hier, und da sind verschiedene Rollen sind da drin. Sehen Sie das? Und diese Rollen haben unterschiedliche Bedeutungen. Und es ist wirklich simpel. Es gibt im Internet Instruktionen dazu, und Krankenkassen haben neuerdings Instruktionen auf ihren Homepages. Schauen Sie da mal rein. Es gibt ganz einfache Übungen, wo Sie praktisch mit den Händen, wenn Sie Darmprobleme haben, oder mit den Knien oder Oberschenkel oder am Körper an der Seite, kann man mit diesen relativ harten, aber doch nicht ganz wie Holz, harten Faszienteilen, kann man diese Verklebung wieder lösen, eben dieser Faszien, und dann hat man sein Problem gelöst. Und ich sage Ihnen, das tut wahnsinnig gut. Und wodurch kommt jetzt diese Verkürzung? Sitzen Sie im Moment? Dann haben Sie einen rechten Winkel an Ihrem Hüftgelenk. Haben Sie die Arme auf dem Tisch?
Dann haben Sie in den Armbeugen einen rechten Winkel. Stehen die Beine auf dem Boden, dann haben unten Ihre Fußgelenke einen rechten Winkel. Und so haben wir die meiste Zeit am Tag, wenn wir nicht einfach Laufendes oder irgendeiner Arbeit nachgehen, wo man sich bewegt und wo man steht und wo man laufen muss, dann verkürzen wir unseren ganzen Körper. Und man merkt es, dass man gar nicht mehr richtig strecken kann. Dem kann man wunderbar entgegengehen, dass man sich abends ins Bett legt und alles ausstreckt und vor allen Dingen die Knie auf die Unterlage drückt. Und wenn Sie die Arme hinlegen und merken, die Muskeln sind immer oder die Arme sind immer noch ein bisschen angebeugt, dann drehen Sie einfach Ihre Arme rum und legen die Handflächen auf die Unterlage und schon kriegen Sie hier auch eine Streckung rein in diesen Arm. Und dann noch die Beine auflegen, die Knie durchdrücken oder glatt hinlegen und die Zehen nach oben, dann haben Sie auch noch in der Ferse hinten eine Dehnung. Mit so einer leichten Übung kann man ganz super dagegen gehen, dass die Faszien sich wieder und die Sehnen sich wieder auseinanderdehnen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man sollte, wenn man immerzu in der abgewinkelten Position für alle Gelenke ist, ab und zu die wieder gerade richten. Und wir sind ja heute schon so verwöhnt, dass wenn Sie zum Beispiel zum Massieren gehen oder zur Fango oder, Sie kriegen als erstes immer gleich eine Knierolle unter die Kniekehlen drunter. Und man sagt, das würde entspannen. Das ist genau das Gegenteil. Die Beine mal strecken, das wäre wirklich entspannend für den ganzen Körper. Ich verlinke Ihnen auch diese Box unten in der Infobox und dann können Sie schauen, ob Ihnen die taugt oder eine andere. Ein ganz kleines Beispiel mit der Verkürzung der Sehnen. Wenn man sich zu Hause die Haare wäscht, macht man es ja meist kopfüber und steht am Waschbecken. Und merken Sie dann da, wie es in den Kniekehlen zieht, wenn Sie sich vorab beugen und nicht in die Knie gehen, ganz sanft? Merken Sie das? Das ist eine Verkürzung. Und so geht es nicht nur den Kniekehlen, sondern so geht es Ihnen im ganzen Body. Und da muss man was dagegen tun. Und das ist der Grund, warum die Beweglichkeit im Alter abnimmt. Weil wir nicht mehr über die Schmerzen gehen wollen, wenn wir zu lange gewartet haben mit Beweglichkeit und mit Bewegung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das jetzt vielleicht doch in Ihr Abendgebet mit einschließen und dass es Ihnen gut geht. Das wünsche ich Ihnen. Danke, dass Sie da waren und tschüss bis zum nächsten Mal.